Genau. Schönen guten Morgen. Ich darf den Anfang machen von der heutigen Predigt. Und wir haben es gerade schon gehört, in der Serie Frei. Ein Leben in Freiheit. Und in dieser Serie sehen wir uns verschiedene Kulturen oder Muster an, die so tief in uns verankert sind. Punkte, die in uns drinne liegen und wo Gott sagt, so müsst ihr gar nicht leben. Guckt euch doch mal an, wie steht es denn um euch? Es gibt mehr als das. Ich habe euch eine Tür aufgemacht zu einer neuen Kultur, zu einem neuen Reich, zum Reich Gottes. Es erwartet uns erst in der Ewigkeit, aber wir dürfen hier schon Anfänge davon sehen und erleben, obwohl wir in einer Zeit sind, in einer Welt sind, die so anders geprägt sind. Und ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, an diese Grafik mit den verschiedenen Pfeilen, welche Kulturen auf uns einströmen, welche Dinge auf uns zukommen, die so gegensätzlich sind zu dem, was die göttliche Kultur eigentlich ist, wo Gott sagt, ihr müsst es gar nicht erleben. Aber wir sind so tief geprägt, wir sind so verankert in den Dingen und das schauen wir uns an und sagen, wir wollen rauskommen. Wir wollen raus aus unserer Bequemlichkeit, aus den Dingen, die uns so alltäglich erscheinen. Und selbst wenn es gute Dinge sind, selbst wenn es schöne Dinge sind, in denen du lebst, sagt die Bibel und sagt Gott, im Vergleich zu dem ist es Finsternis. Im Vergleich zu dem, was auf dich wartet, was du an Kultur erleben kannst, ist dein schönstes Leben, ist deine Bequemlichkeit, wie du dich eingerichtet hast, ist es eigentlich Finsternis im Vergleich zum Reich des Lichts. Und heute geht es darum, wie wir negative Gedanken, wie wir Gedanken von ich habe nicht genug, dieses Mangeldenken, wie wir das rausbekommen. Dieses Denken, das ist so tief in uns drinne und wir kennen das, wir meckern auf sehr hohem Niveau, was uns alles fehlt und wie wenig wir eigentlich haben. Und wenn wir schauen, was wir eigentlich besitzen, ist es schon krass. Und kaum einer von euch oder von uns wird sagen, ich habe genug. Also im Alltag, mein Gehalt, ja, kann jemand anders haben, ich brauche es nicht, das wird kaum jemand sagen. Oder wenn du merkst, die Kinder sind ausgezogen, du hast plötzlich mehr Raum im Haus und es ist Platz da, aber trotzdem wird der Gedanke dir nicht unbedingt einfallen, dich zu verkleinern und sagen, na gut, ich gebe es halt anderen, die es jetzt brauchen. Das geht ja zu weit. Es kann ja sein, dass einer von den Kids zurückkommt. Es kann ja auch sein, dass ich was anderes brauche, weil ich wollte schon immer ein Nähzimmer haben oder ein Sportzimmer. Ich muss ja vorsorgen für das, was eventuell kommt, weil jetzt kann ich noch mich bewegen, aber wer weiß im Alter, ob ich dann vielleicht einen Rollstuhl brauche. Wir müssen vorsorgen, wir müssen unsere Sicherheiten aufbauen. Dieses Mangeldenken, dass wir um uns kümmern müssen, das ist so tief in uns drin, so tief in dieser Gesellschaft, dass Großzügigkeit fast dumm dargestellt wird. Zu sagen, ich gebe das, was ich habe, auch mal weg. Ich lade Leute ein, weil ich weiß, Gott wird mir die Dinge wiedergeben. Das wird fast als dumm dargestellt. Es gibt eine Partei, die sich so darauf eingeschossen hat, dass Hilfsbereitschaft als dumm, als gefährlich dargestellt wird. Kümmere dich nicht mehr um deine Nächsten. Denke zuerst an dich, hilf dir selbst, igel dich ein, kapsel dich ab. Gehe keine Kooperation mit anderen ein. Oder vielleicht nur, wenn du was davon hast. Wenn du dich umschaust, mit wem du deine Zeit verbringst, mit wem du Gutes tust, dann bewerte die Leute danach, was du davon hast, was sie dir bringen, was sie uns bringen. Den Schwächeren lässt du gefälligst liegen. Das ist Grundsatzprogramm von einer Partei, die dann Lösungen präsentiert, wo man eigentlich mit dem Menschenverstand, mit einem gesunden Menschenverstand eigentlich das nicht gut finden kann. Aber sie präsentieren Lösungen und 30% unserer Nachbarn geben ihnen das Vertrauen und sagen, okay, ja, aber irgendwie haben sie ja was. Sie geben ihr Vertrauen und sagen, macht ihr das, ihr werdet für uns sorgen. Dieses Spiel mit unseren Ängsten haben die irgendwie perfektioniert, dass sie uns irgendwie einlullen, irgendwie klar machen, diese Antworten, die wir geben, das, was an Ängsten, was du erlebst, was real ist, was, wo man auch sich wirklich aufregen kann, da merkst du, da ist irgendwas passiert. Wir sind so sehr in dieser gesellschaftlichen Kultur drinne, dass es so weit weg von Gottes Kultur scheint. Du wirst belächelt, wenn du Gottes Kultur leben willst. Ja? Und wir wollen euch heute einladen, nochmal neu zu träumen, zu sagen, okay, auch wenn die Realität schwierig ist, auch wenn ich noch nicht das Wunder sehe, auch wenn ich es versucht habe, aber gestolpert bin, ich will nicht aufhören zu träumen, sondern ich will gucken, wie kann ein Traum in Lebendigkeit kommen. Das Vertrauen neu auf Gott zu setzen und zu erleben, dass seine Kultur nicht nur ein Traum ist, der irgendwann auf uns wartet, sondern dass wir Dinge heute schon erleben können, dass es eine erfahrbare Realität ist. Wo kommt Mangel eigentlich her? Wo kommt dieser Mangel, der so tief in uns liegt, wo kommt er eigentlich her? Und ich glaube, ganz am Anfang der Bibel finden wir die Antwort. In dem ersten Kapitel in der Bibel liest du von Adam und Eva, von diesem Garten Eden, der bunt ist, der lebendig ist und es gibt alles und es gibt Bäume. Es gibt viele Bäume. Komm, ich nehme den mal hier mit hier rüber schon. Wir haben viele Bäume und zwei davon haben wir heute mitgebracht. Den Baum des Lebens, ich brauche mal diese Schilder.
Einmal den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Und wir lesen im zweiten Kapitel, also ziemlich weit am Anfang, lesen wir schon, dass Gott sagt, du darfst dich von den Früchten dieses Gartens, von allen Bäumen darfst du essen. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken schon mal hattest. Gott kann es ja nicht gut mit mir meinen. Wenn er alles mir gibt, warum verbietet er mir das? Warum verbietet er mir von diesem Baum? Warum ist mein Blick plötzlich so doll hier? Das ist dieses Mangeldenken, dass wir denken, an diesen einen Punkt, da dürfen wir nicht. In der Bibel steht, du darfst von allen Bäumen essen. Es ist nicht so, dass Gott dir nichts gönnt. Stell dir diese Fülle vor, du hast ein ganzes Haus voller Leckereien, voller Lecker, was auch immer dein Leckeres ist. Ja? Aber nur diese eine Sorte darfst du nicht. Nur dieses eine, von diesem einen Teller darfst du nicht. Der ist für Gott. Aber wenn du das isst, das tut dir nicht gut. Und du schaust nur noch auf das, was du nicht darfst. Oder zumindest lässt du dich davon einlullen. Wir glauben dieser Schlange, die uns sagt, ey, da ist ein Mangel. Gott meint es nicht gut mit dir. Das ist nicht, er gönnt dir irgendwas nicht. Du musst dich selbst versorgen. Kümmer dich, ermächtige dich selbst. Der Mensch, der eigentlich keinen Mangel hat, das System, das ist, wo er lebt im Garten Eden, das ist perfekt auf ihn abgestimmt. Er bekommt eingeredet, dass er Mangel hat. Das System, dass das System nicht gut sei, ja, dass dir was fehlt. Im Paradies, da war die Seele im Einklang mit dem Körper und mit dem Geist. Ich habe diese Grafik mitgebracht. Es war perfekt. Die Seele war ein Teil, sie war der Sitz der Emotionen und sie war geschützt. Ja? Und als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, da haben sie sich von diesem Mangeldenken leiten lassen. Das ist die Ursünde, das eine Trennung verursacht hat. Plötzlich ist der Mensch gestorben. Er ist nicht körperlich gestorben, aber geistlich gestorben. Diese Verbindung zu Gott, die Nähe zu Gott war weg und der Geist ist plötzlich weg. Und plötzlich muss die Seele selber entscheiden. Plötzlich muss die Seele aushalten und das Ganze managen, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Wir geben diesem Baum mal, ich kann das auch ohne Gott, Baum. Und weil das ist so unser Denken, dass wir denken, ja, wir müssen es erstmal selber schaffen und wenn mir keiner helfen kann, dann vielleicht Gott. Ja? Ein Kumpel hat mir erzählt, seine Tochter im Religionsunterricht, sie hat die Geschichte vermittelt bekommen als Beispiel dafür, dass der Mensch sich emanzipiert hat. Dass er der beste Schritt für die Menschheit war, den sie hätten gehen können. Und die Tochter, die konnte sich kaum auf den Sitz halten und fragt die Lehrerin, haben Sie die Geschichte überhaupt gelesen? Das klang danach, als hätten Adam und Eva in einem Unterdrückungssystem gelebt und wären von Gott geknechtet worden. Der Garten war perfekt für den Menschen. Es klang danach, als wäre es für den Menschen das Beste, wenn er einfach nur in sich hineinhört. Ich kann das schon alleine. Wenn er einfach nur hört, was ist richtig, was ist falsch. Die Seele kriegt das schon hin. Ja, was daraus geworden ist, haben wir gesehen. Was aus unserer Menschheit geworden ist, da brauchen wir die Augen noch aufmachen. Das ist für unsere Seele nicht gut. Unsere Seele ist nicht dafür gemacht. Unsere Gefühle sind viel zu trügerisch, viel zu ego-getrieben. Unsere Seele ist nicht dafür gemacht, das alles selber tragen zu müssen. Die Verantwortung für alles und für jeden zu tragen. Und deshalb sind so viele bis heute krank von uns. Aber wie kann ich jetzt unterscheiden? Wie kann ich unterscheiden, ob ich in der Kultur des Lebens lebe oder ob ich von dem anderen Baum, ich kann das auch ohne Gott, ob ich mich davon ernähre? Von welcher Haltung ernährst du dich? Und da wird Tommy uns mal helfen. Wie kann ich eigentlich unterscheiden, wovon ich mich ernähre? Ganz ehrlich, indem du eine Sache ganz schnell bemerkst, und zwar, dass diese Frucht nach Scheiße schmeckt. Dass die Frucht nach Tod und nach einfach bitter ist. Und du kannst dich auch als allererstes mal fragen, ob das jetzt eigentlich deine Meinung ist, die da gerade durchgesetzt wird, oder Gottes Meinung. Was wir uns bei diesen beiden Bäumen aber ganz dringend merken müssen, ist, dass es zwei unterschiedliche Lebensstile sind, die wir pflegen, okay? Das ist, ich pack das schon, ich krieg das schon hin, kein Problem. Und das ist, ich vertraue voll auf Gott. Ich weiß, dass Gott einen Plan hat. Und ich glaube, das ist so die tägliche Entscheidung, die wir haben. Das ist täglich deine Art und Weise, wie du entscheidest, wie gehe ich mit Mangel um, wie ich gehe mit Sorgen um, wie ich gehe mit negativen Gedanken um und so weiter. Ein Beispiel dazu, du hast kein Geld mehr auf dem Konto, nicht einen Cent und dein Auto geht kaputt. Was machst du? Sagst du, ich habe so Angst, weil mein Auto ist kaputt und ich kann es ja gar nicht reparieren. Ich habe keinen Kai, der mir helfen kann. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Oder sagst du, ey, weißt du was, Gott? Mein Auto ist kaputt. Nein, okay. Du hast einen Plan. Ich weiß, dass du eine Art und Weise hast, das Auto zu reparieren. Ein Mitarbeiter ist krank. Wie auch immer. Was machst du? Wie gehst du um? Hast du Panik und schiebst totale Angst? Oder sagst du, ey Gott, ich vertraue dir, du hast einen Plan dafür. Ich will euch kurz ein persönliches Beispiel dazu machen, was perfekt da reinpasst bei mir.
Ich war jetzt 5 Jahre lang, habe ich schon mal erzählt, hier in Ausbildung. 2 Jahre lang Sozialassistent, 3 Jahre lang Erzieher habe ich gemacht und bin jetzt fertig. Und es war für mich 5 Jahre lang ackern, schuften und vor allem richtig wenig Kohle haben. Richtig wenig Kohle haben, okay? Und mich haben tagtäglich, gebe ich jetzt einfach mal zu, die Sorgen komplett überrannt, weil ich kein Geld mehr hatte, weil mir das Geld ausgerannt ist. Schon am Anfang des Monats kein Geld mehr. Und ich habe mich Stück für Stück, ich habe jeden Tag mehr, habe ich angefangen, auf mein Online-Banking zu gucken und ich habe gerechnet. Ich habe getan und dann, oh, nur noch 400 Euro. Okay, scheiße, das ist schon der 5. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Was aber ganz lustig ist, meine Mama, ich wohne in der 37a, meine Mama wohnt in der 37g und sie hat gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen darum. Aber ich habe mir trotzdem, egal was passiert, ich habe mir weiter Sorgen gemacht. Habe ich mich an den Baum hier und ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, dass ich hier bin. Und soll ich euch mal was sagen, in dieser Zeit, das war die geilste Zeit ever, meine Ausbildungszeit. Und ist also erst 1 Monat her. Weil ich habe Gott als absoluten Versorger wahrgenommen. Ich durfte ihn als absoluten Versorger kennenlernen. Gott hat mich nie alleine gelassen. Ich habe gelernt, dass jede Herausforderung, egal wie wenig Kohle ich auf dem Konto hatte, hat mich eigentlich mehr dahin gezogen. Gott will mich durch jede Herausforderung, will er mich Stück für Stück für Stück näher am Baum des Lebens holen. Noch ein weiteres Beispiel von mir, weil ich mich da so perfekt drin gesehen habe. Ich bin so dermaßen schnell begeisterungsfähig für etwas, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist egal für etwas. Wenn ich eine Sache sehe, die ich mag, dann bin ich da total drin und dann haue ich mich da 100% rein. Und ihr könnt euch eine Sache sicher sein, das hat mich schon so oft in Bredouille gebracht, weil ich mich verzettelt habe. Hier in der Kirche, auf Arbeit, meine Chefin da hinten lacht schon. Es ist egal wo, selbst privat zu Hause. Ich habe gesagt, ja, und ich mache hier die Jugend und ich gehe hier all in und probiere und mache und tue. Und habe mich hinterher wiedergefunden, in Angstzuständen. Ich hatte Panikattacken. Ich habe mich bei TikTok, ist genauso, Instagram, dieses ganze Ding, ich habe mich da so drin verrannt, weil ich Leute gesehen habe, die es besser können als ich, weil ich Leute gesehen habe, die viel geiler sind, die viel besser predigen können und die alles viel schöner sind. Und ich habe mich da so drin verrannt und habe mich in meiner eigenen Blase da wiedergefunden. Das war ganz furchtbar. Bis ich irgendwann gesagt habe, stopp. Eines Tages habe ich angefangen zu fasten und habe dieses Gerät komplett ausgeschalten. Ich habe komplett ausgeschalten. Wenn ihr mich angerufen hättet, hätte mich erreicht, ja. Aber ansonsten nichts. Ich habe Instagram gelöscht, ich habe TikTok gelöscht, ich habe Snapchat gelöscht, ich habe alles weggemacht. Ich habe einfach mal Platz für Gottes Wort gelassen. Nebenbei habe ich mir einen Seelsorger geholt und er hat gesagt, Tommy, das ist die beste Entscheidung, die du hättest machen können. Ich wurde frei von all diesen Dingen, wurde frei von diesem Social-Media-Blase-Rumgehänge-Kack, wurde endlich mal frei davon, habe mich frei davon gemacht von 7-8 Stunden TikTok am Tag und habe mich hinterher wiedergefunden, hier. Und das will ich jetzt mal auf unsere Gesellschaft projizieren. Wie André schon gesagt hat, wir haben Parteien, wir haben Leute, die sich dafür einsetzen und unsere Gesellschaft ist so eine Sorgengesellschaft geworden, für die es mittlerweile normal ist, hier zu wohnen. Wir haben uns hier ein Zelt aufgebaut an diesem Baum, an dem es absolut normal ist, zu wohnen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir die Frucht der Scheiße essen, jeden Tag. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es okay ist. Ach, na ja, dann habe ich dann Sorge und Ängsten. Und ja, dass ich depressiv bin, das ist normal. Hier, ich habe mich da reingesetzt. Ich habe mich reingesetzt in mein Zelt. Und in diesem Zelt kann ich gar nicht mehr sehen, ob es rechts und links vielleicht ja noch einen anderen Baum gibt. Ich konnte nicht mehr gucken. Als Gesellschaft können wir nicht mehr gucken. Wir wissen nicht, wo unsere Identität ist. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Weil wir in diesem Zelt sind. Weil wir in diesem Zelt sitzen. So, genug hast abgeladen. André, du darfst weitermachen. Ja. Ey, danke. Unsere Seele ist nicht dafür gemacht, das alles tragen zu müssen. Und es ist gut, wenn Leute sich um die Seele sorgen. Und es ist nicht falsch, zu einem Seelsorger zu gehen, bevor du krank wirst. Ja. Die Sache ist, diese Geschichte zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Wir haben bei Adam und Eva angefangen, Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder, weil er neidvoll schaut, weil er denkt, ich habe nicht genug geleistet. Ich müsste noch mehr geben. Und so geht es von Generation zu Generation weiter. Ein paar Jahre später, da heißt es, dass die Menschheit so böse geworden ist, dass alle böse waren und sich dieses Zelt am Baum der Erkenntnis, ich kann das auch ohne Gott, gemütlich gemacht haben. Wir alle haben in diese Frucht gebissen. Und wir lassen uns von dem treiben, was uns fehlt und nicht von dem, was gut ist. In dieser Zeit damals, als die ganze Menschheit eigentlich so schlecht war, dass Gott sagt, es berührt mich, krass, die Leute wollen nicht mehr, keiner interessiert sich dafür und jeder macht nur noch seinen Kram, die Seelen gehen kaputt,
ich werde eine Flut schicken und wir werden dem Treiben ein Ende. An dem Punkt war Gott. Doch es gab einen Mann, der einen Unterschied gemacht hat, der gesagt hat, okay, hey, ich bin treu, ich versuche Gott treu zu sein. Ich habe ein Bild mitgebracht von Noah. Wir haben das also rekonstruiert, so sah er aus, ganz gewiss. Ja. Noah hat am Baum des Lebens gekämpft. Er hat dort gelebt, er hat sich dort ernährt von dem, was Gott möchte. Er bekommt einen Auftrag, neu anzufangen, der Menschheit eine neue Chance zu geben. Er bekommt den Auftrag, eine Arche zu bauen, ein Schiff zu bauen. Gott sagt, ja, ich werde die Flut schicken, aber du wirst in einem Schiff sein, du und deine Familie und die Tiere, und wir werden einfach nochmal neu starten. Ein Neuanfang ist möglich. Und Gott sagt zu Noah, baue ein Schiff. Und jetzt musst du überlegen, Noah hat schon auf sein Leben zurückgeguckt und denkt so, was ist denn jetzt ein Schiff? Also, oder eine Arche, habe ich noch nie gehört, weil ich lebe in der Wüste. Und Gott, wenn du dich umschauen würdest, hier ist kein Wasser, hier ist kein Strand, wie soll das sein? Hier, wir sind am Festland. Wir spüren manchmal, dass Gott uns einen Traum ins Herz gibt, dass er etwas von uns möchte, und wir beginnen dann erstmal zu diskutieren, die Umstände stimmen nicht. Gott, also du kannst jemanden meinen, aber vielleicht nicht heute, weil ich bin noch nicht am Meer, weil die Umstände sind nicht ideal, weil das Geld ist auch nicht da, die Kompetenzen sind nicht da, das Vitamin B fehlt mir, um dies oder jenes zu erreichen. Da ist dieses Mangeldenken wieder drin. Gott gibt dir Antworten und Wege und Aufträge, aber du denkst, Mangel, das reicht nicht. Das ist das Essen vom falschen Baum. Ich muss was erreichen. Nein, muss ich nicht. Ich mache das nicht ohne Gott. Noah ist krass und er baut los. Er baut ein Schiff, das 130 Meter lang ist, 20 Meter breit ist und 13 Meter hoch. Können wir uns nicht vorstellen, unser Gebäude ist ungefähr 20 Meter breit vorne. Ja? Sechsmal davon, so lang hat er mit den Händen gebaut. Er ist da nicht, dass er irgendwie was macht. Ja, und er wird belächelt, er wird verspottet. Er wird verspottet, weil er sein Vertrauen auf Gott setzt, der ihm da ein Boot bauen lässt. Ja, und er setzt sein ganzes Geld ein. Noah steht vor einer Aufgabe, die menschlich betrachtet eigentlich absolut dumm ist. Wo die Menschen sagen, so zu leben ist dumm, auf Gott zu vertrauen, dieser Kultur zu folgen ist dumm. Ja, du wirst auch keine Auswirkungen sehen, Noah. Wisst ihr, es hat Jahrzehnte gedauert, bis es losgeht mit dem Regen. Jahrzehnte, dass Noah baut und da dran ist, an diesem Traum festhält. Wie viel Zeit würdest du aushalten, auf einen Traum zuzugehen, den Gott in dein Herz gegeben hast? Wann geht's endlich los? Ja, Gott, wenn du jetzt anfangen würdest, wäre ja mal Zeit, weil die Leute gucken schon. Ja, wenn du mal was tun würdest. Ich habe schon dreimal gebetet, das ist immer noch nicht. Und ja, jetzt werden Leute sogar kränker und kranker. Was ist denn hier los mit dir, Gott? Warum reagierst du nicht? Das sind doch die Fragen, die dann kommen, wo wir plötzlich vielleicht doch uns fragen, naja, vielleicht ist der Mangel doch wichtiger, vielleicht muss ich doch etwas tun, weil Gott wird es vielleicht nicht gut mit mir meinen. So sind wir einfach gestrickt. Im Hebräischen gibt es dieses Wort für Holz, was Noah für die Arche benutzt. Und das heißt Etz. Ja, das ist das gleiche Wort, wie im Garten Eden für die Bäume benutzt wurde. Ja, auch dort steht dieses Etz oder Etz. Ja, jedenfalls, Noah hatte die gleiche Entscheidung wie im Garten Eden. Gehe ich auf diesen Baum, pflanze ich mich dorthin oder dorthin? Entscheide ich mich dafür, Gott zu vertrauen, oder lasse ich mich vom Mangel bestimmen? Noah war so eng mit Gott, dass er nicht lange überlegt hat, sondern menschlich gesehen tatsächlich dumm, irrational und nicht logisch, aber macht es zu seiner Lebensaufgabe. Er weiß, ich muss das einfach tun. Die Worte von Gott haben in ihm was ausgelöst, dass er wusste, selbst wenn ich keine Begründung habe, keine logische Erklärung, ich muss das jetzt einfach machen. Wann ist es das letzte Mal gewesen, dass du gewusst hast, ich muss das jetzt einfach machen, weil Gott was gesagt hat? Wann hast du das letzte Mal was gemacht, was menschlich gesehen einfach nur dumm war, wo deine Freunde oder deine Familie dich vielleicht belächeln für? Noah hat es durchgezogen. Und die Flut kam, die Erde blieb fast ein Jahr lang unter Wasser und Noah macht erstmal ein Fest, als es vorbei ist. Und er macht ein Freudenfest, ein Dankesopfer, weil er gemerkt hat, Gott, dir gebührt alle Ehre. Du hast es durchgezogen, es hat sich gelohnt, das Ganze zu machen. Er macht ein riesengroßes Opferfest. Damals hat man noch Tiere geschlachtet, auch die haben sich vermehrt auf der Arche in der Zeit. Aber ich bin dann über einen Gedanken gestolpert, den ich vorher noch nie hatte. Womit hat Noah Feuer gemacht? Wenn die Bäume ein Jahr lang irgendwie unter Wasser standen, da brennt nichts, das ist vergammelt, das ist oll. Also, was ist da passiert? Er musste die Arche verbrennen. Ich glaube, dass Noah die Arche verbrannt hat. Das, was die letzten Jahrzehnte sein Lebensauftrag war. Das, was Gott ihm persönlich aufgetragen hat zu bauen, wo er Opfer gebracht hat, sich hat auslachen lassen für, das gibt er Gott als Opfer zurück. Er gibt das auf, um nochmal zu sagen, menschlicher Mangel mag kommen. Aber ich habe dich und damit habe ich alles. Ich will mich nicht am Materiellen festhalten, nicht an meinem Erfolg, nicht an meinem Äußerlichen. Ich gebe dir das zurück, weil ich vom Baum des Lebens essen will. Weil ich in dieser Abhängigkeit besser aufgehoben bin, als mit egal, was ich menschlich haben könnte.
Noah nimmt sein Zelt und er verankert es am Baum des Lebens. Er nimmt sein Zelt und verankert es am Baum des Lebens. Er zieht quasi um. Und Tommy, wie können wir umziehen? Hast du, ich weiß, du hast Gedanken. Vielleicht kannst du mir noch raushelfen. Manchmal braucht es ein bisschen. Ja. Aber wie können wir konkret unser Zelt umziehen? Wie geht das jetzt konkret? Okay, also. Als allererstes, wie gesagt, dass wir merken, dass diese Frucht ekelhaft schmeckt, dass diese Frucht bitter ist. Und vor allem aus diesem Zelt aufstehen oder versuchen aufzustehen, so wie ich jetzt. Und dazu will ich eine Sache vorher absagen. Es bedarf absoluten Mut. Es bedarf absoluten Mut, aus diesem Zelt aufzustehen und zu sagen, stopp, ich möchte nicht mehr Teil davon sein. Ich möchte das jetzt durchbrechen. Und was ist jetzt also dein Job? Dein Job ist es, dich an Gottes Wort festzukrallen. Daran festzuhalten. Zu sagen, nee, ich habe die Lösung in einem Buch parat. Ich brauche kein TikTok, Instagram, blablabla, brauche ich nicht. Ich habe die Lösung. Und was habe ich also gemacht? Ich habe angefangen, Bibelverse auszusprechen. Ich habe angefangen, Bibelverse in meine Situation auszusprechen. Ich habe am Anfang des Monats auf mein Konto geguckt und meine Banking-App habe gesehen, ah, Mist, total wenig Geld. Und habe angefangen zu lesen. Jesus sagt in Johannes 6,63, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Ein bisschen Feuer. In Jesaja 55, 10, 11 lesen wir, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt, sondern es bewirkt, das steht so in der Bibel, es bewirkt, was habe ich mich verlesen? Es bewirkt, wozu es gesandt wurde. Es bewirkt, wozu es gesandt wurde. Und ich habe gesagt, ich habe so eine Angst und so eine Sorge, dass ich keine Kohle mehr habe. Und habe angefangen, diese Bibelverse reinzusprechen. Und Bibelvers für 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 Bibelvers bin ich an den richtigen Baum angelangt. Ich habe angefangen, Bibelverse einfach rauszusprechen. Und davon haben wir genug. Matthäus 6,61, sorgt euch nicht um euer Leben, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Und ich möchte nur noch mal vorab sagen, das hat absolut gar nichts mit irgendwelchem krampfhaften, positiven Denken oder du redest dir irgendwas einzutun, sondern es hat etwas Heiliges. Gottes Wort ist etwas absolut Heiliges, was du in deine Situation reinprogrammieren kannst. Was du über etwas stellen kannst, was mehr ist als das, was du jemals vorstellen kannst. Bibelvers für Bibelvers bin ich da rangekommen. Und eigentlich war es das schon. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort aus seinem Mund ist genauso stark wie Gottes Wort in unserem Mund. Wenn Gottes Wort durch unseren Mund kommt, dann wird es Auswirkungen haben. Gottes Wort breitet sich aus oder Gottes Reich breitet sich aus, wenn du von diesem Baum des Lebens isst, wenn du Bibelverse in deine Situation nimmst, dann wird die alte Kultur wird weniger Einfluss auf dich haben. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber der Einfluss ist nicht mehr so stark. Und ich möchte auch einen Bibelvers noch mit hier rangeben aus Jeremia 17. Auch dort gibt es zwei Bäume und es gibt diesen Vergleich, dass der verflucht ist, wer sich von mir abwendet, wer sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Ich kann das auch ohne Gott. Der ist wie ein kümmerlicher Strauch in der Wüste. Der versucht, auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Es wird nicht viel Glück haben. Aber Segen kommt über den, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert und selbst in glühender Hitze oder in monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Das ist eine Zusage, dass du unabhängig von deinen Umständen, selbst wenn es heiß wird, dass du frisch bleibst, wenn du im Wort Gottes bleibst, wenn das dich ernährt. Und wir wollen jetzt gerne ein Zeitfenster aufmachen, eine Reflexionszeit, wo du auf die letzten Wochen mal zurückschauen kannst, wo du über dein kurzes Leben oder über dein Leben kurz zurückschaust. Was sind die bestimmten Gedanken momentan? Was sind Grundüberzeugungen, die vielleicht sogar über längere Zeit dein Leben begleiten und du spürst, das schmeckt nicht nach Leben? Wo verzichte ich auf Gott als Versorger und umgebe mich mit Mangeldenken? Nimm dir eine kurze Zeit und versuch Gott eine Antwort zu geben. Frag, ob dir ein Bibelvers in den Sinn kommt. Frag, was ist Gottes Antwort auf deine Sache? Was ist mein nächster Schritt? Nimm die Zeit und tauch kurz ein und schau in den Spiegel.